Also ich bin Kai Nehring, Geschäftsführer der Solan Elektrotechnik Nehring GmbH aus Schwerte. Wir sind ein eingetragenes Elektrofachunternehmen mit der Fachrichtung auf Photovoltaik und beraten unsere Kunden und führen die über die Montage auch bis hin zur Inbetriebnahme. Mein Name ist Manuel Smolarek, Geschäftsführer der Firma WSE Green Energy Systems GmbH. Sitz in der Nähe von Stuttgart, ist in Hüttlingen, um genauer zu sein. Wir haben uns spezialisiert auf PV-Anlagen und Energiemanagementsysteme und wollen dem Kunden eigentlich ein ganzheitliches Konzept anbieten. Hallo, ich bin Sasan aus Luxemburg. Ich bin Co-Geschäftsführer von Let's Green Renewables. Wir sind klassischer Installateursbetrieb und wir geben unseren Kunden die Möglichkeit, Energiewende zu gestalten, Elektromobilität, Kopplung an die Wärmepumpe, Batteriespeicher und gegebenenfalls auch Notstromfunktion. Unsere Kunden schätzen es halt, wenn ich ehrlich als Techniker mit denen über technische Sachen spreche. Mein Erfolgsrezept beim Verkauf ist eigentlich Ehrlichkeit. Also wir haben uns zum Ziel gesetzt, den Kunden ein ehrliches Angebot zu erstellen, damit er halt im Endeffekt nachher nur auch für das bezahlt, was er letztendlich bekommt. Das Tolle ist halt zum Beispiel bei den Kostal Plentycore Geräten, dass sie noch ein Display haben, wo wir das Energieflussdiagramm haben und die Kunden das auch vor Ort live sehen können. Also für unseren Endkunden in Luxemburg ist es allgemein sehr, sehr wichtig, dass er eine adäquate Visualisierung seiner Energieflüsse hat. Mit der Kursa Solar App hat man ohne weiteres die Möglichkeiten, den Eigenverbrauch, diverse Statistiken einzusehen. Zusätzliche Nachfragen, die wir auch immer wieder feststellen, sind Kopplung an die Wärmepumpe, Batteriebetrieb und in wenigen Fällen auch die Notstromfunktion. Mit Kostal habe ich schon seit Jahren zu tun und eigentlich nur gute Erfahrungen gemacht. Natürlich Qualität, made in Germany, ist natürlich schon wichtig. Immer wieder kriegen wir Rückfragen, ist es möglich, unsere Anlage an die Ladesäule zu koppeln. Mit dem Kostal-Injektor kann man ohne weiteres den Solarstrom auch in sein eigenes Elektroauto laden. Von den Kunden höre ich eigentlich nur Positives. Gerade jetzt auch supportmäßig, wenn irgendwas ist, wird man da schnell geholfen, weil man halt, sei es Batterie oder jetzt Wallbox oder etc., Heizstab, wie auch immer, dann mit Kostal eigentlich gut zusammenarbeitet. Kostal is your end.